So, moin Leute, na, wie geht's euch? Schön, dass ihr vorbeischaut. Marcel, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wir wollen weiter Witcher 3 spielen. Und zwar möchte ich jetzt ein bisschen die Quests in Skellige noch machen. Und ja, mal schauen, was wir so alles erleben. Wie gesagt, ich spiele das ja blind und ich möchte auch so gut wie alle Orte und Quests machen. Ja, ich habe mir da eine Mammutaufgabe gegeben. Oh, wartet mal. So, einen Drucker müsst ihr nicht unbedingt sehen. So, na dann. Wir gehen aber nochmal zum Festland und verkaufen dort unsere Sachen. Dort ist es einfach schöner oder schneller, unsere Sachen zu verkaufen. Mein Onkel sagt, dass die Leute auf dem Festland Katzenköpfe haben, aber du hast nur Katzenaugen. Ist blass. So. Ja, so ein bisschen. Nein, eigentlich nicht. Oh, ich sehe gerade, der eine Sonic, der ist ja immer noch drin. Den hatte ich eigentlich reingemacht wegen den Tutorials, die ich mache. Und da brauchte ich halt mal kurz einen neuen Avatar, deswegen gibt es den zweimal. So, na dann, Weltkarte. Das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Was habe ich denn hier? Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Ja, ich muss meinen Monitor wieder sauber machen. Ich wusste tatsächlich, was hier widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. Ja, das haben wir schon des Öfteren gehört. Das wird Zeit, dass man mal wieder weiterkommt, damit wir mal was Neues hören. Ach komm. Und Marcel, übrigens vielen Dank nochmal für deinen Follow. Da hat dann Crime gestern ja doch noch einiges an Werbung gemacht. Es war dann doch schon so ein bisschen... warum? Aber... schön, dass er es gemacht hat. So, wir rufen am besten mal unser Pferdchen. Komm her. Ja, Plötze, ich komme zu dir, hast ja recht. Mit unserem Pferdchen sind wir dann doch mal ein kleines bisschen schneller. Jetzt werden wir total überladen hier rumrennen. Okay, ich hoffe, ich finde das jetzt blind. Ja, hier ist es doch. Ich verlaufe mich meistens immer gerne hier in der Stadt. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. So, was hast denn du anzubieten? Was hast du denn im Angebot? Ah, der hat sich noch nicht resettet. Ah, schade. Naja, gut. Wir wollen sowieso nur Sachen verkaufen. Der
dürfte trotzdem noch genug haben, um alles zu kaufen. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass ich irgendwas verkaufe, was mich vielleicht doch noch ein bisschen stärker macht. Das kann auch weg. Das auch. Nein, der hat nicht mehr genug Gold. Wobei, warte mal, der kann ja mal unsere Sachen reparieren. Klasse. Hey. Wir haben ein Schwert, was uns besser macht. Was die Stats ein Stückchen nach oben drückt. Und auch die Handschuhe. Aber hier gibt es ja noch einen Händler, der das macht. Ich rüste die lieber erstmal aus, nicht, dass ich die dann wegknall. So dürfte es das Schwert sein, genau. Und die Handschuhe, gut. Nee, jetzt habe ich mich wieder ein Stückchen verlaufen. Ich muss hier drüben hin. Und Reni, moin, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Jetzt gucke ich doch nochmal auf die Weltkarte. Ach, okay, wir brauchen einfach nur den Quest folgen. So, wir müssen sowieso mal meditieren, damit unsere Sachen wieder da sind, beziehungsweise unsere Tränke. Also können wir auch ein bisschen länger meditieren, damit der Händler wieder da ist. Geht so müde. Ah, ja gut. Zu wenig geschlafen oder eher kaputt von der Arbeit. Erstklassige Schwerter. Ein Druckgefühl, also ein Druckgefühl in der Brust, das ist aber nicht schön. Was du anzubieten hast. Hast du da irgendwas drauf bekommen oder sonst irgendwas, womit du das erklären kannst? So wenig geschlafen. Na. So, gewinne 20 Rubies mit Folgen. Nee, keine Ahnung. Bis dann. Gewinne 20 Rubies mit folgender Frage. Wie viele Button hat Donkey Kong Arcade? Also nur das Donkey Kong Spiel, nicht irgendwie, wo mehrere Arcade-Spiele drin sind. Okay, wir holen uns erstmal die erste Quest dran, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Die Hauptquest möchte ich jetzt noch nicht machen. Nee, das will ich auch nicht. Oh, wartet mal, hier haben wir noch in Novigrad was. Das ist aber, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man so ein Druckgefühl da auf der Brust hat. Ja, ich will erstmal kurz noch die Quest hier fertig machen und dann geht's weiter mit Skellige. Ich habe nämlich das Gefühl, ab und zu tut sich hier auch einfach mal eine
Nee, jetzt keine Zeit, keine Zeit. Manchmal tut sich hier auch einfach mal wieder eine neue Quest auf, habe ich das Gefühl. Hier ist abgeschlossen. Ich glaube, ich muss nach oben. Wir müssen uns irgendeinen Weg nach oben kloppen. Versuchen wir es einfach mal über die Dächer, wenn wir hoch aufs Dach kommen, heißt das. Geralt. Sollst du hochklettern und nicht die arme Leiter kloppen? Was haben wir denn hier Schönes? Okay, von dem Haus komme ich nicht nach oben. Aske, machst du wieder alles kaputt? Ja. Das macht er. Kennst du den Aske anders? Ruf die Wachen! Irgendjemand! Schäm dich. Ja, okay. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier reinkomme. Schon wieder Regen. Oh. Verdammter Magier. Was guckst du denn so? Und hier kann man was untersuchen. Ein gutes Gebräu. Der Halbling hat nicht gelogen. Der Duft wird schon weit reichen. Regen. Verdammter Magier. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Hey, Grauschopf. Oh. Was hast du damit zu tun? Hey, Hexer. Erinnerst du dich an mich? Wie könnte ich dich vergessen? Der Verkäufer magischer Waren. Und ein erstaunlich flinker Läufer. Etwas langsamer und sie hätten mich geschnappt. Und du bist ein feiner Kerl, weil du mich nicht verpfiffen hast. Dafür werde ich dir einen Rabatt geben, Kumpel. Und? Wollen wir ins Geschäft kommen? Ja, komm. Ja, aber diesmal hoffentlich ohne Unterbrechung. Was hast denn du hier noch alles? Das Buch? Kleine Glyphe des Durchdringen. Naja gut, so wirklich brauchen wir das auch nicht, was er verkauft. Naja, dann. Haben wir die Quest auch fertig. Jetzt müsste Skellige kommen. Nimm, was du willst. Begib dich zum Schatz des Hexers von der Katzenschule. Ja gut, das machen wir auch später, oder? Ja, wir können es aber auch jetzt machen. Habe ich das da hinten nicht schon mal geholt? Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Okay, dann reisen wir einfach mal per Schnellreise da lang.
freue mich schon irgendwie so ein bisschen auf morgen. Und zwar auf das Windbound. Weil das möchte ich dann auch nochmal zeigen und spielen. Und ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen aufgeregt, wie das bei euch ankommt. Zeigst du mir dein Schwert? Nee, zeige ich nicht. Die Magier haben mit dem Regen doch gar nichts zu tun. Hier bin ich falsch. Sag mal, wo ist denn jetzt der Schnellreisepunkt? Reni hat mir meine ganzen Waffen geklaut. Oh nein. Hey. Aber Reni, du müsstest ja dann eher lachend wegrennen, weil du dich ja freust. Poppen wir uns hier hin. Ach je. Autsch. Kann es sein, dass die Kunden mitleveln? Naja gut, dann lassen wir das halt so. Du lässt dein scheiß Schild jetzt mal endlich fallen. Danke. So. Damit die Quest auch erledigt. Das ist zum Glück auch nicht so weit weg, oder das ist sogar in Skellige. Ich weiß es gerade nicht. Ich möchte nämlich jetzt wieder alle Quests machen, soweit wie ich die schaffe. Und dann weiter mit der Hauptquest. Na, schön nach Skellige. Okay, da muss ich hin. Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen verdammt, stimmt. Und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen.
Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Hinweispunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Wie macht er das nur? Na komm. Okay, ich soll mich mit dem an der Brücke treffen. Hätte ja klappen können, dass Geralt so weit springt, aber ich hätte wissen müssen, das funktioniert so nicht. Sind auch gleich da. Nidas oder Nidas? Ich komme. Dein Warten hat endlich ein Ende. Das war, glaube ich, eine Quest, die wir so ziemlich am Anfang in Skellige mitgenommen haben. Hallo? Gut, dass du da bist. Wie sieht's aus? Hilfst du dem alten Nidas bei der Suche nach der schwarzen Perle für seine Frau? Ich will's hinter mich bringen. Die Feuchtigkeit ist schlecht für meine Knochen. Ach nee, wir haben den ja sogar in auf dem Festland haben wir den ja getroffen. Brechen wir auf. Deinen Knochen wird es nicht gefallen, aber an Land finden wir keine Perlen. Stimmt. Aber ich habe im Krieg Schlimmeres überlebt. Bei Rossrock haben wir bis zur Hüfte im Schlamm gekämpft und ist auch egal. Die Geschichte bedeutet der Jugend nichts mehr. Komm, die Perlengründe sind nicht weit. Ich bin älter wie du in dem Spiel. Für einen Mann deines Alters ist dein Gang ziemlich flott. Du hättest mich früher sehen sollen. 30 Meilen am Tag in voller Montur. Wir sind da. Wenn man hier taucht, soll man überall Austernbeete sehen können. Das Problem ist nur, dass nicht alle Perlen enthalten. Und die schwarzen sind selten. Aber wenn du lange genug suchst, findest du eine. Ach, ich soll das Tauchen übernehmen? Nun, ich war mein Leben lang bei der Infanterie. Das Wasser ist nicht mein Element. Und meine Lungen sind auch nicht mehr so kräftig. Also, ja. Der Kunde hat immer recht. Chibi, hallo, na wie geht's? Schön, dass du da bist. In welchem klassischen Computerspiel kommen Geister mit dem Namen Pingi, Blingi, Inki und Clyde vor? Thank you.
Mach mal bitte ohne das Sonderzeichen. Was auch immer. Jetzt muss ich mal gucken. Schreib's mal zusammen, bitte. Ich werde es mal noch so machen, dass es auseinandergeschrieben ist und sogar mit dem Bindestrich. So. Ja, es ist Pac-Man und meistens tue ich das immer so korrigieren, wie ihr mir dann die Antworten gebt, weil ich kann auch nicht immer an alles denken. Beziehungsweise durch euch sehe ich das erst, wie ihr das schreibt. Und kann da auch alles noch so ein bisschen mit in die Wege leiten, dass das dann auch so demnächst gemacht wird, beziehungsweise geschrieben werden kann. Da drüben ist noch einer. Mist, zu langsam. Hatten wir nicht noch mal einen Trank, wo ich länger atmen kann unter Wasser? Feinden zugefügter Schaden regeneriert Vitalität. Wie geil ist das denn? Rattenflüsterin, hallo, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ein Teil von Angreifer verursacht Schaden. Ah, okay, wird auf ihn zurückreflektiert. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht so, aber wir machen das trotzdem. Öle können wir auch noch herstellen. Ich müsste mir vielleicht mal die ganzen Zutaten von den Händlern kaufen. Ich meine, genug Gold haben wir ja. Damit wir die ganzen Absurde und die ganzen Tränke herstellen können. Und Rattenflüsterin möchte ganz gerne ein Boss-Battle machen. Macht alle mit! Hier machen wir mal auch noch einen großen, ein blaues großes Mutagen draus. Beziehungsweise ein mittleres oder sowas. Oder ein Mutagen an sich. Hier haben wir noch grüne Mutagene.
Du hast jetzt auch Witcher 3 Plus DLCs? Ist ja auch momentan im Angebot. Also man könnte es sich überlegen, dazu zu schlagen. Matze hat es dir geschenkt. Oh, das ist ein guter, ne? So, halt, wartet mal. Gegenstände, alle alchemistischen, ja. Was? Erhöht die Zeichen, achso. Erhöht das Gewicht, das der Hexer tragen kann, ohne überlastet zu sein. Ah, 20 Kapazität, das ist auch so gut wie nichts. Und Glückwunsch an Rattenflüsterer und Chibi, ihr habt gewonnen. Vitalität. Was? Hier ist was mit Quenchschild. Wenn ein einzelner Treffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet, wird ein Quenchschild aktiviert, der gegen den nächsten Angriff schützt. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Beschleunigt Regeneration und Ausdauer ein Teil. Ne? Okay, dann haben wir das wahrscheinlich gar nicht. Dann habe ich das einfach nur mal irgendwo gelesen gehabt. Ist denn die schwarze Perle? So, wieder auftauchen, weil sonst da trinken wir. Das ist nämlich nicht so nett. Warum vibriert mein Medaillon? Nee, das schaffen wir nicht. Geralt, schwimm nach oben! Junge! So, und hier ist jetzt wahrscheinlich die schwarze Perle drinne. Da
Da haben wir sie doch. Nachdem wir gefühlt alle Austern aufgemacht haben, war es ja klar, dass das die einzige ist, wo das noch drin ist. Ach je, jetzt wird er angegriffen da hinten von Ertrunkenen. Ach, deswegen hat mein Medaillon auch vibriert. Verdammt, das Spritzen muss sie angelockt haben. Alles in Ordnung? Bin an einigen Stellen verletzt. Aber wenn ich Sodden überlebt habe, überlebe ich auch das. Hattest du Glück? Eine schwarze Perle, wie gewünscht. Wunderschön. Selten, wie meine Letter. Nun, wie Marschall Nathalie sagen würde, du hast dir eine Medaille verdient. Oder eine Woche im Bordell. Münzen reichen mir vollkommen. Oh, ja. Hör zu, es ist mir schrecklich peinlich, aber... Nun, ich habe keine Münzen dabei. Wie keine Münzen? Weise. Nicht wahr? Selbst die Hauptstraßen sind gefährlich. Nicht so wie früher. Wir treffen uns am Nachmittag. Ich bezahle dich bis auf den letzten Heller. Fußsoldaten, Ehrenwort. Fußsoldaten, Ehrenwort. Okay. Rattenflüsterin, hast du da schon reingezockt oder beziehungsweise was habt ihr denn gestern gespielt? Du wolltest ja gestern noch mit Matze ein bisschen daddeln. Was gab's denn bei euch? Ah, okay. Das kenne ich gar nicht. Albino, vielen Dank für deinen Host. Wie geht's dir? Schön, dass du vorbeischaust. Aber das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ziel mir widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin, wusste ich auch nicht. Okay, das schaut aus wie so ein Zombie-Spiel. Ach, da musst du als Zombie solche Hindernisse durchlaufen. Albino,
Bino, wenn du dich noch 9 Minuten gedulden könntest, dann könnte ich ein Chef-Battle machen. So, wie viele Riffel hat eine NES-Kassette? Wer das weiß, einfach in den Chat reinschreiben. Ach, ihr wisst es doch. Okay, jetzt holen wir uns unser Geld. 24 ist richtig. Geralt, Hexer und Perlenjäger, hier ist deine Bezahlung. Du hast sie dir wirklich verdient. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft. Hat es sich gelohnt? Ich denke schon. Ich glaube, sie gefällt Letta. Albino, ich habe gesagt, ich überlege, ob ihr das selber machen könnt. Nicht, dass ich das reinmache, dass ihr das selber machen könnt. Das sollte sie aber. Alles andere wäre ziemlich undankbar. Die Sache ist etwas komplizierter. Weißt du, Letta ist krank. Etwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung. Es fing mit ihrem Gedächtnis an. Sie hat Dinge vergessen. Dann hat sie Leute nicht mehr erkannt. Auch mich nicht. Und jetzt? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich dachte, wenn sie die Perle sieht, würde in ihr etwas aufwachen. Weißt du, wir haben viel über das dumme Versprechen geredet. Das war unser Witz viele Jahre lang. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Tut mir leid. Mir auch. Leb wohl, Geralt. Mögen die Götter dich auf dem Weg beschützen. Das ist auch ein bisschen traurig. Wie viele Jahrzehnte willst du noch überlegen? So lange, wie ich überlegen möchte. So, vervollständige die Sammlung. Ja, das kann man jetzt mal machen. Zack, und ich glaube, in Skellige waren die. Ja, ich muss nach Skellige. Auch wenn das hier dann angezeigt wird noch. Von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Seit einem Jahrhundert? Nee, das ist schon Jahrtausend her. Wartet mal, ich kann ja mal kurz was gucken. Solange wieder Ladebalken da ist.
Es geht gleich weiter. So, Albino, versuch mal mit Ausrufezeichen Chef. Vielleicht funktioniert's. Ja, mal gucken. Nee, hat nicht funktioniert. Okay. Ich hab's aber auf jeder eingestellt. Guck dann gleich nochmal. Okay, wie komme ich da rüber? Das sollte bei Tini das erste Mal Battle Royale gewonnen. Okay, Glückwunsch dazu. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der den Sprung schafft. Aber okay. Oh, da haben wir eine neue Questmarkierung gekriegt. Questmarkierung, das war schon Schnellreisemarkierung. Follow und Sub machen. Nicht wundern, dass ich jetzt... Nicht wundern, dass ich jetzt mal so ein bisschen besoffen hier rumlaufe. Ich guck nebenbei an dem Bot noch mit. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Wenn nicht, muss ich mal in Ruhe gucken.
Die Speisekammer des Riesen. Er hat einige Männer angeheuert, aber von Chalmar fehlt jede Spur. Ach, kommt her, ihr ekligen Viechter. Aua. Ist ja widerlich. So, wie gesagt, das mit dem Chef müsste mal testen, ob das funktioniert. Wenn nicht, gucke ich einfach mal später danach. Ich werde vielleicht am Wochenende danach gucken. Wenn es jetzt nicht funktionieren sollte. Okay, hier ist abgeschlossen. Warum die Tür abgeschlossen ist, das weiß auch keiner. Sehr schön. Erstmal schön die Nahrungsmittel weggeludert. Gab's hier noch irgendwas? Hier ist eine Leiche. Die Vorratskammer, dann zeig ich dir die Mäuse. Normalerweise müsstest du die Tür aufkriegen, die ist doch noch nicht mal mehr stabil. So, Quen ausgerüstet. Weg mit dir! Was ist denn das hier für eine Höhle? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe hier drinnen noch nichts zu suchen. Dass ich die erst mit der einen Quest bekomme. So, hier soll irgendwo das Werkzeug sein. Okay. Hm.
Okay, da oben ist nichts. Oder ist hier... Hier ist die Waffenschmiede. So, welche Farbe haben die Knöpfe von Super Marios Hosenträger? Warum bist denn du jetzt so? Sie sind gelb, das ist richtig. Autsch. Das muss die legendäre Schmiede sein. Ich muss nach dem Werkzeug suchen. Nächstes. Versuch's mal mit Chef leicht. Vielleicht funktioniert das. Ansonsten muss ich wirklich mal am Wochenende gucken. Schmiedewerkzeug, aber verziert. Das muss das Werkzeug sein, das Joanna gemeint hat. Ich kann euch das ja auch zeigen, dass ich das eigentlich auf Follower und Subs eingestellt habe. Dass die eigentlich das auswirken können. Verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund fliegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Jetzt funktioniert das auch nicht mehr. Was habe ich denn jetzt gemacht? Dum-da-dum-da-dum. Aske macht alles kaputt. So. Wenn nicht, muss ich das Programm einfach mal neu starten. Na, ich starte es mal neu, vielleicht hat er das nicht verkraftet. So, dicht sind wir mal hier hoch. Oh, das ist immer ein bisschen hier im Bilde. So. Erstmal zu den Questgeber gehen. Oh, das Hortkind ist auch da. Hallo Hortkind, wie geht's? Schön, dass du da bist. Wie kann ich helfen? Jetzt funktioniert's wieder.
Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Der Ausrufezeichen Krieger, Priester und Magier, könnt ihr dran teilnehmen. Echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekan, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr Zuhl. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel, er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen, obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Hängt davon ab. Klar. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfels einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Aber dürfte ich nicht mittlerweile so eine Säure haben? Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich 2 Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Ui. So. Besorge die Rüstung. Okay, das machen wir nämlich jetzt auch. Die Rüstung ist auch schon die Säure. Das machen wir jetzt auch und... hauen ihn dann um. Es tröpfelt. Ja, es tröpfelt so ein bisschen. Chibi, du kannst mir da mal einen Gefallen tun und kannst mal schauen, ob du den Boss dann auch rufen kannst. Ich habe das nämlich nochmal auf jeder eingestellt und mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ich habe da auch einen kleinen Cooldown drin, dass ihr den nicht immer brettern könnt. Das ist dann auch nicht in Sache des Erfinders. Zumindest ist das nicht so schön, finde ich. Ja, dazu muss der erstmal gefallen sein, Chibi. Sozusagen erst... erst wenn der kaputt ist.
Halt, Moment, hier muss ich mal kurz runter. Plötze. Ja, wir gehen auf die Jagd. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Ich gehe mal davon aus, dass es hier oben ist. Ach, kommt schon freiwillig runter. Ist aber nett von dir. So, jetzt wartest du mal noch ein bisschen und dann können wir das noch mal testen. Also ist da ich wollte gerade fragen, warum ist da jetzt NPC-Bot? So, Albino oder Chibi, könnt ihr das bitte noch mal testen mit Ausrufezeichen Chef? So, dich treffe ich doch. Okay. Ja, da muss ich noch mal gucken. Das mache ich jetzt nicht hier. Ah, obwohl, warte mal. Da war gerade dein Cooldown-Symbol. Ich trenne das mal. Am besten starte ich das Programm nochmal komplett neu. Da war gerade ein Cooldown-Symbol gewesen. Und gib jetzt bitte nochmal Ausrufezeichen Chef ein. Vielleicht funktioniert's ja. Hm, anscheinend doch nicht. Hm. Das ist schade, da muss ich echt nochmal gucken. Obwohl, jedes Mal, wenn ihr Ausrufezeichen Chef eingebt, ist Cooldown. Hm. Müssen wir mal einen kleinen Moment warten, so 18.20 Uhr oder so. Und dann gucken wir mal, ob ihr den rufen könnt. Na, machen wir mal 18.25, da sind wir auf der sicheren Seite. So, die Säure, die haben wir jetzt gerade geholt. Und die bringen wir auch zu der Schmiedin. Und Chibi, danke nochmal. Und Albino, auch dir danke nochmal für das Testen. Ob das funktioniert.
Bei dir gibt's morgen 4 Käsespätzle. Ich glaube, ich hab die Grenze. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Jibby, danke für die 43 Stunden bei mir. Ich habe gehört, dass es Probleme mit einem Greif gibt. Ja, er hat einige Dörfler nördlich von Krähenfels getötet. Die Leute haben sich beim Baron beschwert. Irgendwann hatte er genug von den Beschwerden und hat eine Belohnung auf den Kopf der Bestie ausgesetzt. Trifft sich gut. Ich könnte einige Kronen gebrauchen. Nun, die Leute erzählen viele schlimme Dinge über dich, aber ein Hexer bekommt seinen Lohn für getane Arbeit. Und wie heißt der Charakter eines Spielers auf der Wii von Nintendo? Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schlitz. Unterkäse, Tiroler Bergkäse. Fergus oder ich? Oh, das ist so schön. Weißt du, an einem Essen kann es nicht genug Käse geben. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? Johanna ist die Meisterschmiede, nicht Fergus. General, Johanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Johanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Ja, wir helfen mal. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. Er wird wahrscheinlich sterben. Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Ich sage auch meistens immer, alles, was mit Käse überbacken ist, schmeckt tausendmal besser. Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf, ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Hör gut zu. Die Schmiede wird ab jetzt Frau Johanna. Sie wird alle Aufträge der Aufgabe erledigen. Verstanden? Ja, klar, endlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen.
Ich leide gerade so ein bisschen vor mich hin. Ich wohl auch besser. Ich hole noch meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Meine Katze kam nur gerade hochgesprungen und hat mir schön mit ihren Krallen ins Bein gehackt. Die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Ja. Vor allem, du fragst dich dann so, warum? Warum geschieht das gerade? So, Quint, Alter. Und hier können wir noch jemanden seine Quint-Karte abluchsen. Aber du hast recht, Pudding mit Käse überbacken. Wobei. Ja. Das war jetzt nur im ersten Moment, wo ich dann auch... Ich hatte jetzt auch keine Lust, mit der dann zu kuscheln. Nö. Vor allem hat sie schön die Kniescheibe erwischt. Naja, gut. Weiter geht's. Madcats, hallo, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ach, okay, hier komme ich ja noch gar nicht hin. Gut, dann müssen wir halt die Quest ein andern Mal machen. Dann gehen wir eben gleich nach Skellige wieder. Und machen dort die ganzen Aufgaben. Rattenflüsterin, falls du noch da bist, es ist ein Stern da. Holen ihn dir. Dann sind es, glaube ich, nur noch 9 oder so, die dich... Trennen von Engelchen. Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. So, jetzt dürften es nur noch 9 sein oder sowas. Was hast denn du hier? Und Hexer? Traust du dich bei den Heldenrennen mitzumachen? Ein bisschen Übung hat noch keinem geschadet. Also, wo finden die Rennen statt? Warte, hat Engelchen gestern noch welche geholt? Wer jedes mindestens einmal gewinnt, tritt auf Hindarsfjall in einem letzten Rennen gegen den letztjährigen Meister an. Verstehe.
Wie heißt er? Sie, Astrid von Spiekeroog, auch bekannt als die Viper. Interessanter Spitzname. Und absolut verdient. Viel Glück, Hexer. Mögen deine Taten der Göttin Freude bereiten. Gut, dann treten wir an dem Rennen an. Ich höre, Wanderer. Na, wir machen das mit Schnellreise. Oma hat gesagt, dass du die Göttin bist. Ja, aber ob ich das noch weiß, dann alles? Das steht auf einem anderen Blatt. Du musst es wissen. Ja, ich werde es dann schon noch wissen. Ach, komm schon. Auf jeden Fall, wenn du das Wolfs... Nee, Werwolfsabsort ist es. Wenn du dir das am Anfang holst, beziehungsweise so schnell wie möglich herstellen kannst. Davon bin ich eigentlich ziemlich begeistert von den Absort. Komm, stirb. Geh doch mal drauf hier. Was ist ein OH? Ich habe ja auch die ganze Zeit immer... Ich hatte es ja schon eine ganze Weile, das Witcher. Oder... Der Witcher? Ist auch wurscht. Jedes Mal kam was dazwischen. Jetzt habe ich mir gesagt, gut, jetzt spielst du es im Stream. Somit spielst du es auch definitiv durch. Aber es ist bis jetzt immer noch nicht das beste Spiel, was ich bis jetzt gestreamt habe. Achso, das ist OH. Käse allgemein ist geil. Also Nahrungsmittel haben wir hier genug. Langsamer.
Das halte ich trotzdem noch als Gerücht. Gut, dass du kommst. Uns fehlt noch ein Teilnehmer für das Rennen. Bereit? Immer doch. Schnapp dir einen Gaul. Leute, wir haben einen dritten. Neben Baldsigge und Ägir Fischig geht Geralt von Riva an den Start. Das hast du noch gar nicht probiert. Daher weißt du das doch gar nicht. Schwerter auf dem Rücken. Das ist die Sicherheitsregel. Nee, Schokolade, das würde mir nicht schmecken. Ist das alles? Kannst du nicht schneller? Dann war es vielleicht einfach nur nicht dein Geschmack. Der Wagen. Ich muss mich umsehen. Wartet mal kurz, ich muss da mal zwei so ein bisschen auf den Kopf hauen. Ich bin gleich wieder da. Hört, Leute, unser Sieger ist Geralt von Riva. Du hast dir Ruhm und Ehre erkämpft, Hexer, und einen tollen Preis verdient. So, da bin ich wieder. Was? Das Weltall funktioniert nicht. Versuch's nochmal. Jetzt müsste es funktionieren. Da hat er mich nämlich wieder disconnected. Jetzt meckert der da hinten rum. Nur weil ich ihn weggescheucht habe. So, Weltkarte. So, gewinne 20 Rubies mit folgender Frage. Wer spielt Bowser in der Real-Life-Verfilmung Super Mario, der 1993 erschien? Keine Ahnung mehr. So, das war hier oben links. Alles gut. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Wahrsagerei dieser Art hat eigentlich mit Blumen gekriegt. Du hast was? Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen. Gehörst du zum Clan Brockwar? Als Brockwar geboren und aufgewachsen. Ich habe was gefunden, das dir und deinen Leuten gehören könnte. Fracht von einem Langschiff, das nördlich von Artskellig havariert ist. Ah, das muss die Helmde als Zorn sein. Die ist vor ungefähr einem Monat ausgelaufen, um an der Festlandküste einzufallen. Ist nicht zurückgekommen. Hör mal, hast du vielleicht auch ein Schwert im Wrack gefunden? Aufwendig verziert? Das hat dem Kapitän gehört. Seine Leute wollen es sicher wiederhaben. Ja, das habe ich gefunden.
Ich gebe es gerne zurück, falls es einen anständigen Finderlohn gibt. Natürlich! Was anderes käme nicht in Frage. Danke. Beeilt euch, vielleicht könnt ihr die übrige Fracht noch retten. Das machen wir. Ich muss noch ein paar Leute zusammenrufen, aber ich danke dir für die Nachricht. Keine Nuss. Bis dann. Nuseni, hallo. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man... Ja, ja, zeig mir deine Ware, Junge. Zeig, was du hast, dann sehen wir weiter. Okay, den können wir mal so ein bisschen... das ist besser. Den können wir mal so ein bisschen unser Crap andrehen. Der hat auch keine von den Quint-Karten. Schade. Kaputt von der Woche, und dir? Ihr seid alle so kaputt? Mensch, was macht denn ihr auf Arbeit? So, nächste Quest. Nicht nur Arbeit, sondern auch privat. Uiuiuiui. Okay. Dazu müssen wir auf die Hauptinsel. Und hier beginnt auch der Start. Ja, komm her. Ah, du bist's. Der erste Fremdländer, der bei den Heldenrennen mitmachen will. Reitest du mit? Es ist noch Platz. Ja, ja, ich reite. Vielleicht gewinne ich sogar. Wenn du so hart bist, wie du sagst, wer weiß. Hört, Leute! Das Rennen geht gleich los! Für die Ehre der großen Mutter reiten der schnelle Oswald, der einsame Swan und Geralt von Riva. Sehr schön. Mal schauen, ob ich schneller bin wie die anderen. Ja, für Freya. Halt Abstand, Penner! Das hättest du mal zu mir sagen sollen. Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen. Das sieht aber gerade nicht so aus, mein Freund. Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen. Jetzt wären wir fast falsch abgebogen. Das wäre aber jetzt ein bisschen peinlich geworden. So, geschafft. Langsamer. Was bei uns nur momentan ist, ist, dass ich ziemlich häufig Überstunden machen muss. Das ist sehr ungewöhnlich für uns. Also für meine Arbeit. Aber ansonsten eigentlich alles schick bei mir. Du vorausgesagt hast. Du hast gewonnen. Die Ehre ist dein. Der Preis auch. So, was machen wir denn jetzt noch? Ah, das ist so weit weg. Nee.
Rattenflüsterin, neuer Stern. Sehr schön. Jetzt sind es nur noch 10. Der ist männlich, im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Sven. Nichtsnutziger Sven. Okay. So in 80 Metern, 50 sind wir da. Meistertitel kämpfen? Mhm. Da musst du wohl warten. Die Arena ist wegen eines gewissen Vorfalls geschlossen. Es müssen Untersuchungen stattfinden und Schlüsse gezogen werden, damit sowas nicht wieder vorkommt. So wie das Schiff seinen Ballast braucht, um gerade und gleichmäßig zu fahren. Okay, na dann. Willst du gegen den Geist der Arena kämpfen? Keine Sorge, gegen Ulle, den Unglückswurm, gewinnt jeder. Aber erspar mir deine Sprüche. Stirb, Geist, und ich werde dich besiegen, Geist der Arena und so. Das habe ich schon zu oft gehört. Ich ertrag's nicht mehr. Zieh deine Waffe. Zieh deine Waffe. Waffe ziehen, Waffe ziehen, aber mach schnell und ohne viel Drama, wenn's geht. Hemdal. Du hast es geschafft, bravo. Ich bin bald wieder zurück. Bis dann. Ja, ich habe gesehen, dass du mir was geschickt hast. Andere vor mir haben Ulle besiegt und er ist immer wieder zurückgekehrt. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich kann dir gerne dann Bescheid sagen. Druiden können euch bei Erscheinungen nicht helfen. Ach, du bist wohl besser? Halt die Klappe! Er ist besser als alle. Das ist ein Hexer. Hör mal, es geht um unsere Arena. Da spukt eine Erscheinung. Wir wissen nicht, wie man sie los wird. Kannst du was unternehmen? Diese Erscheinung, mit der werde ich vermutlich fertig. Ich brauche die Details. Was willst du wissen? Was wisst ihr über den Geist? Wann ist er zum ersten Mal aufgetaucht? Mein Großvater hat gesagt, dass die Erscheinung seinem Großvater zufolge Ulle der Unglückswurm hieß. Er verlor jeden Kampf. Er holte sich aber immer von seinen Wunden. Ulle konnte nicht einmal sterben wie ein Mann. Bis Jarl Torma eines Tages ein Turnier in der Arena ausrief. Damals wurden die Gegner ausgelost. Und der Jarl musste gegen Ulle den Unglückswurm antreten. Der Jarl war so siegessicher, dass er Ulle verhöhnte und der Lächerlichkeit preisgab. Bis sich die Leute auf den Rängen vor Lachen bepissten. Schließlich hob er sogar triumphierend die Arme und da steckte ihm Ulle, der es nicht mehr ertrug, einen Dolch in den Rücken.
Im Sterben verfluchte Torma, Ulle. Mögest du immer wieder verlieren, endlose Jahrhunderte lang. Das sagte er. Und seitdem spukt Ulle in der Arena und will kämpfen. Manchmal gelingt ihm das auch. Du meinst, es haben schon Leute versucht, ihn zu besiegen? Soll das ein Witz sein? Jeder besiegt ihn. Aber der arme Kerl kommt immer wieder zurück. Darum können wir ja auch keine normalen Kämpfe ausrichten. Vielleicht müssen wir einfach verlieren. Was ist das für eine Arena? Eine ganz gewöhnliche. Hier haben die besten Krieger ihre Kräfte gemessen. Spikaroger Kämpfe waren in ganz Gellige berühmt. Bis eines Tages eine Erscheinung auftauchte. Woher weißt du das? Ich hab doch gesagt, er ist ein Hexer, ein kluger Mann. Der weiß sowas. Na gut, ich kann versuchen, diesen Geist auszutreiben, aber nicht kostenlos. Wenn du es schaffst, zahlen wir dir die Siegesprämie. Und einen Teil unserer zukünftigen Einnahmen, wenn der Fluch gebrochen ist und die Kämpfe wieder laufen. Findest du es nicht etwas übertrieben? Doch, etwas, aber draufgeschissen. Wenn der Hexer mit der Erscheinung fertig wird, hat er einen Anteil verdient. Also gut. Aber nur einmal. Klingt. Das war er mit seinen Ofenhandschuhen und sowas. Es dürfte nicht lange dauern. So, wir meditieren. Warten, bis die Erscheinung wieder da ist. Müsste doch bald wieder da sein. Da ist er ja. Willst du gegen den Geist der Arena kämpfen? Du bist kein typischer Geist. Warum nicht? Weil ich dich nicht verfluche und dir mit dem Tod drohe? Sowas langweilt mich einfach. Außerdem weiß ich eh, wie's laufen wird. Du beleidigst mich und spießt mich mit dem Schwert auf. Ich verschwinde und bin nach ein paar Tagen wieder zurück. Und genauso wird es mit allen sein, die nach dir kommen. Das ist mein Schicksal. Ich muss bis zum Ende der Welt hier bleiben und jeden Kampf verlieren. Okay. Aber du bist nicht hier, um zu reden. Zieh dein Schwert, schlag zu und besiege den Geist der Arena. Wir lassen uns jetzt einfach mal verprügeln. Waffe ziehen, Waffe ziehen. Aber mach schnell und ohne viel Drama, wenn's geht. Ich hab dich besiegt. Sieht so aus. Ich gratuliere. Aber wie? Ich sollte bis ans Ende der Zeit verlieren. Was ist das? Ich höre Lachen und fröhliche Rufe, das Klirren von Kelchen und eine Stimme. Sie ruft mich zum Fest der Helden. Du hast mich gewinnen lassen. Du hast mich befreit. Danke, die Götter sind mit dir. Okay, da haben wir doch rausgefunden, wie man das lösen kann, das kleine Problemchen. Somit können ja die Spiele jetzt weitergehen. Sei gegrüßt. Der Geist dürfte euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Er trinkt jetzt Met mit seinen Ahnen. Ha! Ich wusste, dass du es schaffst. Gunnar, mein Gewinn. Hier,
Ihr habt gewettet? Das hättest du sehen sollen. Ich hab gesagt, dass du es hinkriegst. Und Gunnar hat gemeint, dass du keine Chance hast. Darum guckt er jetzt rein wie ein Schafsarsch. Diese Miene sehe ich oft. Immer, wenn es Zeit ist, mich zu bezahlen. Keine Sorge. Wir sind ehrbare Leute. Das ist für dich. Und denk dran, du bekommst einen Teil der Einnahmen, sobald die Arena wieder läuft. Ich denke dran. Bis dann. Okay, dann wollen wir uns da mal hier noch einschreiben bei ihm. Hallo. Oh, der Mutant. Hm? Guck nicht so. Ist gut so. Gewöhnliche Kerle haben keine Chance gegen den Meister der Meister. Du bist doch hier, um ihn herauszufordern, oder nicht? Sollte ich irgendwas über meinen Gegner wissen? Ich musste schon gegen einen Bären kämpfen. Nette Überraschung. Geh mit ihm. Er führt dich dorthin, wo du hin musst. Seht nur, der Meister der Meister. Ein Felstroll. Ein stattlicher Felstroll. Kämpfen wir okay. Mit großen Händen? Ja, mit den Händen. Ja, wir sorgen natürlich für ein anständiges Begräbnis und achten den Glauben des Toten. Ich will gegen den Meister der Meister antreten. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Kann losgehen. Geralt von Riva? Es ist Zeit. So, dann komm her, du Felstroll. Ich kämpfe gleich gegen mit bloßen Händen gegen so einen Felstroll. Na, klasse. Ach hey, ich habe kaum noch Leben. Ich muss erstmal kurz Leben auffrischen lassen. So, jetzt ein Absurd getrunken, aber naja. Aber ist zwar nicht, aber ist halt so gerade. Mit den bloßen Händen gegen blanken Fels kloppen. Lol, na wie geht's? Schön, dass du da bist. Zeig mir, was du zu bieten hast. Was denn?
Geschafft. Geralt von Riva, du hast den Meister der Meister im fairen Kampf besiegt und nun das Recht, selbst diesen Titel zu tragen. Noch heute Abend werde ich Boten mit der Nachricht in die Welt aussenden. Der Titel ist dein, wie auch der Preis für den Meister. Ach schön, der Felstrall hat überlebt. Steht der Schnabel in Stellung, bist total hibbelig. Warum das, Mensch? Gibt doch überhaupt keinen Grund dazu. Aua, das hat wehgetan. Sag du es mir. Vielleicht, weil es so ist. Siege Mäusek. Was ist denn los, Rattenflüsterin? Was ist denn, ach Mist? Aber Mäusek ist irgendwie nicht gerade so zu finden. Stern verpasst. Nein, hast du doch gar nicht. Gucke, da ist er doch. Achso, das war das. Finde das Piratenschiff. Das können wir ganz gerne jetzt machen. Rattenflüsterin, ich weiß nicht warum, aber irgendwie knallen sie dich immer raus. Aber Engelchen überholen. Das ist richtig, da haben wir endlich mal jemanden, der über Engelchen ist. Und vielen Dank für deine 12 Rubies, Edlol. Übrigens, Rattenflüsterin, bei der Umarmung kann man das auch noch machen. Ob jemand überlebt hat? Da fehlt Matze dazu. Ja gut. So, die ist ja schon tot. So, noch einer. Komm, runter. Und
natürlich verprügel das Vieh. Geralt, zieh doch mal dein Schwert. So, weg ist es. Die Priesterinnen der Freya hätten sich um Überlebende gekümmert. Die sind hier die einzigen mit medizinischem Wissen. Albino, wir sagten doch, dass wir das diesmal etwas später machen, weil ich testen will, ob ihr das selber eigenständig machen könnt. Dazu müssen wir mal bis 25 warten. Edlolm, ich habe den Luxus, dass wir bei uns die Kästen zugeliefert kriegen. Albino, wir warten mal bis 25. Danach müsste nämlich das dann auch weg sein mit dem Cooldown. Ich habe da nämlich einen Cooldown reingesetzt. Und da muss ich mich dann auch nochmal ganz, also so ein bisschen ranwagen, beziehungsweise forschen, wie das alles so funktioniert. Wenn das dann funktioniert, dass ihr das machen könnt mit dem Cooldown, dann werde ich das auch so einstellen, dass ihr dann auch seht, ah, okay, wartet mal, bis dann und dann ist noch der Cooldown. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. Brauchen wir eigentlich nicht. Geht wohl. Möge die Göttin dich vor allem Bösen bewahren. Du gibst uns hier drüben Hass und Stärke. Willkommen im Tempel der Freya. Ich bin Kurisu. Wie kann ich helfen? Du bist Kurisu? Ja. Ich habe deinen Bruder getroffen. Er sucht in ganz Skellige nach dir. Du kennst ihn? Wirklich? Wie geht es ihm? Gut. Er sagte, du seist von Piraten entführt worden. Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Feuer und Schreie und Waffengeklirr. Sie haben uns auf ein Langschiff getrieben. Gegen Morgen kam ein Sturm auf. In dem Durcheinander bin ich über Bord gesprungen. Die Schwestern Astrid und Dalla haben mich am Strand gefunden. Ich war fast tot. Sie brachten mich in den Tempel und pflegten mich. Ich schulde ihnen mein Leben. Du hattest ein Riesenglück. Oh ja. Sobald ich nach Blandare zurückkomme, werden mein Bruder und ich Freya ein Opfer darbringen. Und dir danke ich für deine Hilfe. Pass auf dich auf. Okay. Das war ja eigentlich eine ziemlich leichte Quest. Zack, Nebenquest. Winne jede Qualifikation. Ja. Besiege Mäuse, das können wir auch nicht machen. Kehre später zu. Ja, okay, dann müssen wir das machen. Oh, wir sollten mal wieder unsere Schwerter auch reparieren, beziehungsweise unsere Ausrüstung. Also in knapp 10 Minuten können wir das nochmal testen.
Hier ist so ein Weg gedöns. Da gehen wir hin. Das geht nämlich dann ein bisschen schneller. Ich muss nämlich sagen, dass das über Wasser flitzen, das hat mittlerweile echt gereicht. Man ist danach echt satt. Deswegen bin ich froh, dass wir auch hier Schnellreise machen können. Wie hoch ist der IQ von Dr. Robotnik? Ja, das weiß einfach in den Chat reinschreiben. Jetzt müssen wir doch übers Wasser schippern. ...150 ist nicht ganz richtig. 200 ist auch nicht. 300 sind's. Ja, Dr. Robotnik hat einen IQ von 300. Überhaupt kein Problem. Der hat den gleichen IQ wie du. Was soll das heißen? Du bist Dr. Robotnik. Achso, das ist nur deine LQ. Also deine Laberqualität. Ja gut, das kann sein. Alles klar, schwimm nicht so weit raus, beziehungsweise lass dich nicht so lange berieseln, weil sonst kann es passieren, dass du einfach mal weg, also aufweichst. Ein Sturm, verdammt. Hallo, hast du was für mich? So, haben wir den Bücher. Ach komm, wir geben den einfach alle. Ändere dein Leben. Ein Handbuch für Sture. Das könnte nützlich sein. Oh Mann, was ist denn das für einer? So, wir haben es 18.16 Uhr. Albino, versuch das bitte nochmal mit den Ausrufezeichen Chef. Dann gucken wir mal, ob du immer noch so einen Cooldown da drauf hast.
Okay, Quest. Sammel sie alle. So viele Quests sind das eigentlich gar nicht mehr. Okay, haben wir wenigstens noch Hexeraufträge. Die haben wir zum Glück noch. Flüsterin Stern. Frage Kevan nach den Auftrag. Das macht man dann auch gleich. Sehr schön. Es dürften jetzt nur noch 9 oder 8 sein. Ach, das wird lustig. Wenn da mal jemand anderes die Sterne von sich wegblauzen lassen hat. So. Kann denn mal irgendeiner Ausrufezeichen Chef leicht oder einfach nur Ausrufezeichen Chef eingeben? Nicht von hier, wie ich sehe. Was führt dich nach Speaker Oak? Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Gut, dann werden wir den auch suchen. Sie hatten gute und schlechte Zeiten. Nils ist ein notorischer Schürzenjäger und Britta ist nicht der einfachste Mensch. Aber Familie ist mir heilig. Nimmst du dich der Sache an? Mal sehen, was ich tun kann. Zuerst will ich mit deiner Schwester reden. Britt und Nils hatten einen Lieblingsort, die Klippen nördlich des Dorfs. Seit er weg ist, wandert sie da herum. Danke, ich gehe zu ihr.
Es schüttet wie aus Eimern. Mann, warum muss denn das immer so weit weg sein? Kann das nicht einfach mal hier irgendwo in der Nähe sein? Runelia, moin, na, wie geht's? Schön, dass du da bist. Es geht, und dir? Ja, muss ja, muss ja. Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Hast du gesehen, wie Nils starb? Ich sah einen Schatten. Große Flügel wie eine Wolke am Himmel. Dann hörte ich ihn schreien. Etwas packte ihn, riss ihn hoch und flog zu den Höhlen am Strand. Aber er lebte noch. Er schrie meinen Namen. Ich kümmere mich darum. Okay, das machen wir. Umsehen, wie Britt erwähnt hat. Ja, doch, eigentlich ist alles recht cool, aber... Weißt ja, wie das manchmal so ist. Oh, warum renne ich denn in die falsche Richtung? Jetzt mache ich erstmal die Quest, die Markierung weg. Die hat mich jetzt abgelenkt. So, weg damit. Okay, na dann. Dann schauen wir uns einfach mal hier so ein bisschen um, rennen der Quest entgegen und freuen uns. So, nur noch 400 Meter, dann sind wir da. Pass auf, wo du hintrittst. Halt die Klappe, Junge, Junge, Junge. Ach herrje, war so Wolf. Ach ja, wir sind ja in den Kampf gewesen, da verliert er ja wieder Ausdauer. Man gewöhnt sich daran, dass man da unendlich lang rennen kann. Blöder Zyklop. Gucken wir mal, ob wir den Typen noch irgendwie heil finden oder ob er dann einfach tot ist. Ich gehe ja eher davon aus, dass er einfach draufgegangen ist. Aasgestank. Nix
Faden? Ertrunkene könnten Nils unmöglich hochheben. Ertrunkener, kommt her. Was ist das denn? Melusine, die verrückte, gefährliche Dame aus der Tiefe. Die ist hier eindeutig verehrt worden. Okay, Melusine, kenne ich gar nicht. Sirenen, seltsame Farbe, sehr groß, das ist keine gewöhnliche Sirene. Auf dem Altar liegen die gleichen Schuppen. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Echidna liegt schon eine Weile hier. Hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. So, Albino, schreib mal bitte Ausrufezeichen Chef in den Chat. Mal schauen, ob es funktioniert. In welchem Spiel verlieh Schauspieler Keanu Reeves eine Figur, Aussehen und Stimme? Komm, geh drauf. Okay, hier sind wir reingekommen. Irgendwo muss doch die Melusine sein. Das wird ihr Freund sein. Das muss er sein. Ein Monster hat ihn aus großer Höhe fallen gelassen. Britt hat nicht gelogen. Komm schon. Fällt er einfach mal gar nicht runter.
jetzt habe ich sie. Zack. Und das war's, Fräulein. So, diese Melusine liegt aber ganz schön blöd da. Achso, ich muss das ja noch zurückbringen. Stimmt ja, da war ja auch noch was. Die Quest müssen wir ja auch noch abgeben. Ah, ich liebe diesen Werwolfstrank. So, gleich sind wir wieder, obwohl, wartet mal, wir können doch eigentlich auch hier mit der Schnellreise. Sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs. Okay, na dann. Gehen wir mal zu ihrem Bruder und berichten das. Was machst du hier? Meister Hexer. Ich habe eine alte Echidna in einer Höhle am Strand gefunden. Zähes Biest, aber ich habe sie getötet. Dann hat Britt die Wahrheit gesagt. Ein Monster hat Nils geholt. Und ihn umgebracht. Die Leiche liegt in der Höhle. Ich muss sie holen. Hexer, würdest du Britt wohl sagen, was mit ihrem Verlobten passiert ist? Gut, ich rede mit ihr. Das ist das Mindeste, was sie verdient. Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot, meiner eigenen Schwester nicht geglaubt zu haben. Nimm dies. Harte Arbeit muss bezahlt werden. Ja, danke. Okay, na dann gehen wir noch zu seiner Schwester und überreichen ihr die nicht so freudige Botschaft. Ob der so stark ist, wie er aussieht? Der ist männlich. Nein, der ist stärker, der Typ. Jetzt sind wir auch gleich bei der Schwester. Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Dein Verlobter ist tot. Eine Echidna hat ihn gefangen und getötet. Nils. Es bringt ihn nicht zurück, ich weiß, aber ich habe ihn gerecht und die Bestie getötet. Danke. Ich wusste die ganze Zeit, dass er mir treu war.
Und so will auch ich ihm Treue schwören für den Rest meiner Tage. Nimm dieses Gold. Viel ist es nicht, aber du sollst es haben. Danke, aber von dir nehme ich kein Geld. Warum beleidigst du mich so? Fass es nicht falsch auf. Für manche Dinge sollte nicht mal ein Hexer Geld fordern. Sehr gut. So, dann halt mal weiter questen. Ich weiß es nicht, ob es wehgetan hat, als ich es getötet habe. So, wir haben 58.000, sehe ich gerade. 58.000 Gold. Und Rattenflüsterin, da schwirrt wieder ein Stern rum. Wir halten zusammen. Alles wird gut. Sagt mir, Jungs, wohin segelt ihr diesmal? Kerak, Seewald hat da Felle verkauft und... Nein, Stern ist weg. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der vermissten Bergleute hier. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? In den nördlichen Hügeln soll es Silber geben. Weil wir Geld für die Langschiffe brauchen, für unsere Überfälle, haben wir einige Kerle geschickt, um nachzusehen. Sie sind nicht zurückgekommen. In den Hügeln gibt es nicht viel Silber. Dafür aber Monster. Ich sehe nach, ob die Bergleute auf welche gestoßen sind. Ich danke dir, Hexer. Das ist ja seltsam. Okay, dann gehen wir mal nach den Bergleuten suchen. Ich will nicht kämpfen. Geh weg. Fußabdrücke. Menschlich. So, den Fußabdrücken, den müssen wir jetzt folgen. Ach, da haben wir doch schon den ersten gefunden. Einen stumpfen Gegenstand. Der Brustkorb ist zertrümmert. Stirb! Und du auch. So, ahu. Nicht der Wind hat die Bäume gefällt. Das war etwas anderes. Was Großes.
Hier haben wir auch noch was Rotes. Eine Silberader. Deshalb sind sie hier. Deshalb sind sie gestorben. Viele Blutergüsse und Abschürfungen. Gebrochene Knochen. Okay. Naja, mal gucken, was uns hier in der Höhle entgegenhüpft. Ah, ein Troll. Warum hast du bei ihnen Wumm gemacht? Sie im Haus von Troll laufen. Troll sagen raus, Männer. Aber sie Wumm-a-Wumm Trollfelsen. Also Troll auch Wumm. Soweit ich dich verstehe, haben sie Streit gesucht. Ich lasse es durchgehen. Diesmal. Aber wenn du andere Menschen tötest, komme ich wieder und schlag dir den Kopf ab. Verstanden? Nein. Worte so, Worte viel. Kopfschmerzen. Ich versuch's nochmal. Du, Männer, nochmal Wumma Wumm. Ich dich, Schnipper Schnapper Schnupp. Schnipper Schnapper Schnupp. Ah, nicht mehr Troll Wamm. Und Mann das nehmen, weil man gut und nicht Schnipper Schnapp. Was? Okay. Gut, man hat es ja verstanden. So, ich bringe jetzt nur noch die Quest weg und dann werde ich aber auch langsam aufhören. Weil ich muss ja dann wieder auf Arbeit und wieder so ein blöder Zyklop. Mal schauen, wen wir dann mal raiden dann. Morgen werde ich das neu erschienene Spiel Windbound spielen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Ob ihr sagt, ja gut, es sieht interessant aus, oder ihr sagt, es ist jetzt nicht so meins. Aber ich denke mal, es wird schon relativ lustig werden. Ich habe keine Axt, aber danke. Das ist ja seltsam. Sei gegrüßt, Hexer. Die Bergleute sind tot. Wusste denn niemand, dass dort ein Troll lebt? Wir haben schon davon gehört, aber... Aber die Gier hat über die Vernunft gesiegt. Du hast kein Recht, uns zu verurteilen. Was ist mit dem Troll? Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Das solltet ihr auch. Bist du plötzlich zu feige? Was für ein Monsterjäger willst du denn sein? Verschwinde! Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. So, wie ich ja schon gesagt habe, werde ich jetzt den Stream aber auch langsam beenden. Wer noch da ist, kann in den Chat reinschreiben. Und
mal schauen, ob wir noch eine Raid zusammenkriegen. Ansonsten würde ich einfach den Basti, den Retro-Basti, raiden. Der spielt momentan Paper Mario. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei Retro-Basti und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 16 Uhr wieder. Und ja, mit Windbound. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Und bis dahin sag ich erst einmal Tschüss, bis dann. Astro, danke für Ray. Das ist schon.